Ich grüße euch. Willkommen zum dritten Teil meiner Serie Brotbacken ist keine Raketenwissenschaft. Ja, der dritte Teil schon. Ich habe mich wirklich gefreut über die vielen, vielen positiven Reaktionen von Teil 1 und Teil 2. Und darum möchte ich euch heute wieder mal eine ganz einfache Geschichte vorstellen, wo ihr selber fantastische Brote mitmachen könnt. Woraus besteht ein Brot? Mehl, Wasser, Salz. Mehr braucht es eigentlich nicht für ein gutes Brot. Ne? Und warum eigentlich immer Wasser? Man kann das auch durchaus mal mit anderen Flüssigkeiten versuchen. Und da zeige ich euch mal was richtig Cooles. Mein Pullover ist so ein bisschen schon mal von der Farbe her ein Hinweis darauf. Kommt mal mit in die Küche runter. Als Getreide nutzen wir heute mal den Hartweizen. Hartweizengrieß genauer gesagt. Hartweizen deswegen, weil das Getreide ist tatsächlich sehr hart, wenn man mal auf das Korn beißt. Interessanterweise ist es das Getreide mit dem höchsten natürlichen Glutengehalt. Das bedeutet, wenn man da ein Brot draus backt oder auch wenn man Nudeln daraus macht, dann wird aus dem sehr harten Getreide ein unglaublich geschmeidiges, elastisches Produkt. Und er ist gelb. Das ist das sogenannte Lutein. Das bildet die Pflanze, damit sie sich und ihre DNA vor der Sonneneinstrahlung schützt. Denn der Hartweizen ist ein Getreide der Wüste. Im Übrigen ein sehr altes Getreide. Ihr kriegt den ganz normal im Supermarkt. Es gibt es in, naja, sage ich mal, mäßigen Qualitäten für einen Euro das Pfund oder so. Aber man kriegt ihn auch in guter Qualität. Ich selber benutze jetzt hier einen Bio-Hartweizen aus Apulien. Ich habe natürlich auch den passenden Sauerteig dazu. Ihr seht, gelb, ein Hartweizensauerteig. Damit hätten wir schon alle Bestandteile für ein klassisches sizilianisches Ciabatta. Denn der Hartweizen wächst vorzugsweise auch auf Sizilien. So, wir wollen jetzt aber mal eine andere Flüssigkeit nehmen. Um beim Ciabatta zu bleiben, würde jetzt Wasser zukommen und Salz und dann würde man den Teig kneten, stehen lassen und backen. Aber ich wollte euch ja mal alternative Flüssigkeiten zeigen und darum habe ich heute mal ausgesucht. Tada! Dosentomaten. Ihr kennt die sicher, diese Konservendosen. 400 Gramm sind da, glaube ich, drin. Die Tomatenstücke aus der Dose rausnehmen. Ich habe noch ein bisschen Wasser in die Dose reingemacht zum Ausspülen, sodass wir so auf die 500 Gramm kommen. Und das werden wir jetzt mal als Flüssigkeit verwenden. Das mit den Tomaten ist ja nur eine Spielart. Aber eigentlich könnt ihr alles benutzen, was in irgendeiner Weise flüssig ist. Nehmt ihr Buttermilch zum Beispiel, dann habt ihr noch einen zusätzlich leicht säuerlichen Geschmack dazu. Nehmt ihr Vollmilch, wird der Teig insgesamt weicher. Das ist besonders für die interessant, die sich ihre Burgerbrötchen selber backen wollen. Auch richtig würzig, wenn ihr eine Flasche Malzbier nehmt. Ihr könnt natürlich auch normales Bier nehmen. Und dann kriegt ihr natürlich auch noch kräftig Farbe rein. Und beim Malzbier ist ja sehr viel Zucker drin. Das heißt, ähnlich wie jetzt hier bei den Tomaten, wird die Mikrobiologie des Sauerteiges nochmal zusätzlich sozusagen befeuert. Sehr interessant, Gemüsebrühe zum Beispiel. Da könnt ihr nämlich noch ein bisschen Mohrrüben und sowas mit reinraspeln, sozusagen ein Gemüsebrot. Also von daher könnt ihr alles einfach mal durchprobieren. Da gibt es keinerlei Regeln, einfach nur, es muss schmecken und es muss Spaß machen und dann kriegt ihr immer ein tolles Brot hin. Wenn ihr meine anderen Videos aus dieser Reihe gesehen habt, dann kennt ihr das schon. Wir haben den Hartweizen, 500 Gramm. Nach meiner 30% Regel 150 Gramm Sauerteig. Zehn Gramm Salz, also ein Teelöffel. Und unsere Dosentomaten. Der Teig ist doch relativ feucht. Das liegt daran, dass ich etwas Wasser genommen habe, um die Dose mit den Tomaten auszuspülen. Hätte ich das weggelassen, wäre er sicherlich perfekt gewesen. Aber so mache ich da noch mal ein bisschen Mehl dazu, sagen wir mal so 50 Gramm.
So, ich denke, das ist genug. Er sieht zwar immer noch ein bisschen feucht aus, aber ich lasse das mal so durchgehen. Ah, klebt noch ein bisschen. Gut, ich knete die noch mal kurz mit der Hand durch. Der sieht auch gut aus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Sieht das nicht fantastisch aus? Ich lasse das auch so in der Form. Ich mache da jetzt gar nichts mehr dran. Das geht hier so in den Backofen. Also erstmal diese sensationelle Farbe. Das ist also wirklich super klasse. Und man sieht eben, Tomaten als Frucht enthalten natürlich sehr, sehr viel Fruchtzucker. Und das hat unseren Sauerteig, meinen Sauerteig, richtig zur Höchstleistung befeuert. So, ab im Backofen damit. Ich schiebe meine Brote immer in den kalten Backofen, dann kann mit der steigenden Temperatur der Brotteig nochmal schön gehen. Damit das Brot eine schöne Kruste bekommt, nehme ich mir einen Blumenzerstäuber und püste da einfach so im letzten Drittel der Backzeit Wasser rein. Das kann dann direkt auf dem Brotleib verdunsten. Durch das Wasser selber lösen sich Zucker auf der Oberfläche. Durch das Verdunsten werden weitere, durch diese Osmose, die entsteht, weitere Zucker hochgezogen. Und so kriegt ihr auch ohne große Hitze eine ganz fantastische Kruste. Fertig! Das ist doch ein tolles Brot. Ich kann es kaum erwarten, es anzuschneiden. Das ist doch heiß. Schöne feste Kruste. Ja, lasse ich jetzt mal kurz abkühlen und dann muss es unbedingt angeschnitten werden. Und das könnt ihr jetzt natürlich nicht nachempfinden. Es duftet hier nach frisch gebackenem Brot mit Tomatenaroma. Also das ist wirklich toll. Also ich habe sofort Hunger. So, es ist noch warm. Aber ich kann es schon anfassen. Mal schauen. Genau hinten. Guckt euch mal diese sensationelle Farbe an. Oh, und ein Aroma. Das ist doch mal ein Brot. Tja. Also, Butter, mehr brauchst du eigentlich nicht. Oder ein gutes Olivenöl. Sehr lecker bestimmt. Das muss ich jetzt erstmal probieren. Ja, das ist ganz fantastisch geworden. Ne? Ja, Farbe? Kommt gut, ne? Das ist jetzt so die einfachste Art, wenn ihr da jetzt zum Beispiel noch eine Handvoll italienische Kräuter mit reinmacht. Rosmarin, Basilikum, Oregano. Dann habt ihr nochmal diese Kräuternote damit drin. Ganz fantastisch. Schneidet Oliven klein und macht die damit rein. Das ist, wie ihr Lust und Laune habt. Für die nächste Party habt ihr dann jedenfalls ein sensationelles Brot. So, das war's für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und dann seht euch vielleicht auch mal meine anderen Videos an aus dieser Serie, aber auch meine Serie über die Sauerteige. Ich freue mich über Likes natürlich. Und wenn ihr Fragen habt oder konstruktive Kommentare, gern. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.